Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Der Marsch, auf Friedrich Marsch. Wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 50. 50 Feld, das Feld 50 mir gekauft. Vor ein paar Stunden kann man sagen. Und dort ist Hafer drauf. Und Hafer, können wir verkaufen näher bei Gelegenheit, wenn der Preis passt. Fahrt erstmal ein Lager und dann sehen wir weiter. Ja, Hafer, das ist ein bisschen größeres Feld, aber mal sehen. Ich würde hier einfach mit einem beginnen, da einen Abfahrer zuteilen. Oder auch zwei. Denn die anderen beiden sind noch beschäftigt auf Feld 1 und Feld 13. Ja, hier geht's rauf. Müsste es schon sein, ne? Links ist verdorrt, verfault. Zack. Das war Soja gewesen, ne? Keine geerntet. So, einklappen. Hafer gibt ja nicht so viel Masse, also das sollte eigentlich. Wir machen eine kurze Berechnung, Kursgenerierung. Feld 50, Vorwendung 2. Standardmäßig generiert Feldkurs. Zurück. Das dauert 1,5 Stunden. Wäre eigentlich eine Aktion für zwei Fahrzeuge, aber bis die da sind und fertig sind, macht er es alleine. So, wir speichern ab. Feld 50. Ernte. Na. Na. Ja, Ernte, Feld 50 Ernte, ja, Getreide. Weil es gibt ja noch mehrere Früchte aus der Getreide, ne? Weil ich alles, was Getreide ist, zusammenzähle, ne? Ob nun Weizen, Gerste oder Hafer. Es geht um Erntefahrzeug, ne? Eigentlich Drescher, Getreide, 13 Meter, Nummer 5. Und die zwei Fahrzeuge programmiere, schreibe ich auch auf. Speichern. Gut, das ist gespeichert. Dann gucken wir nach dem Fahrzeug. Traktor mit. Der war hier fertig. Hier wollen wir mal Abfahrer für Hafer. Der rumsteht, ne? Das ist nicht schlecht. Wir fahren mal zum Hof, Weizen abladen und dann kann er mal auf Feld 50 fahren. Das mache ich ein. So. Tanken tun wir nicht. Wir wollen mal riskieren, ob er auch oft allein tankt, ne? So, C. Wir fahren mal zum Hof und dann sehen wir weiter. Fahren wir zur Straße erstmal, ne? Und dann geht's flott zum Gehöft. Und dort werden wir erstmal das Weizen abladen und dann schicken wir auf Feld Nummer 50. Da gucken wir nach, was die anderen beiden Fahrzeuge machen. Da das Rot. Lange Zeit schon. Nicht so prickelnd.
Morgen Endgame müssen ja die Tiere versorgt werden. Mit Futter und mit Stroh. Stroh wäre nicht ganz so dramatisch. Aber Futter wäre wichtig und Wasser vor allen Dingen, ne? Futter und Wasser. Im Grunde beides. Durst ist schon mal wie Heimweh, sagt man so, ne? Wenn sie mal einen Tag kein Futter kriegen würden, das wäre auch nicht so dramatisch. Ein Tag oder so, ne? Aber ich sag mal so, ohne Wasser komplett. Ach, dann ist er unterwegs gewesen. So, kipp mal aus und leere mal ganz kurz. Und dann schicken wir gleich los auf Feldmoroch 50. Und tschüss. Ich schalte mal durch. Das ist jetzt hier der Milchwagen. Stroh. Der hat seine Arbeit geschafft. Oh, der fährt geräuschlos. Der rollt ohne. Sag mal, der hat Probleme. Ich glaube, wegen der Fruchtumfahrung, glaube ich, eigentlich haben. Ich greife mal hier ein, dass das, deswegen, weil das soll auch klappen, ne, und laufen. Und wäre ja äußerst ungünstig, wenn sie nicht arbeiten würden. Die Drescher. Bruder ist voll. Fährt trotzdem durch, ne? Gut, wird auch packen, ne? Irgendwo um die Ecke kommen. Ich glaube, Kollision ist an. Gut, ist an. So, düngen. Düngen war fertig. Ich wollte noch kalken. Die Erde läuft. So, oh, was ist hier los? Den wollte ich zurückfahren. Wieso fährt er jetzt dahin? Dann fahren wir zurück zum Gehöft. Und zwar da hinten lang. Und fahren ein bisschen Kreuz schon, ne? Nicht über das Stroh, ne? Hocke so doll, ne? Gerade guckt man über die Temperatur und man rechnet mal die Stoppuhr boosten. Das wäre heute die beste Gelegenheit dafür. Ist schon wieder 72 Grad der Prozessor. Schon wieder voll. Naja. Der Schlag auf Schlag, ne? Müsste eigentlich noch ein zweiten Fahrzeug losschicken für Feld Nummer 50. Denn wenn da nämlich
dass die hohe Entfernung halt, ne? Wäre vielleicht günstig, wenn da ein zweiter Berat stehen würde. Den können wir nicht gleich nehmen. Überweizung, die erste hier, um 13 und 1, fertig am Hof. Da ist ein Fahrzeug genug. Ja, Strohpressen haben wir noch nicht angefangen, ne? Aber immer einen nach dem anderen. Also eine Sache nach der anderen Sache, ne? Und ja, das ist ein Fan, ne? Da holen wir nicht einen, keine Chance. Der macht 63, der ist relativ lang. Also ich ziehe den Traktoren eigentlich vor, gegenüber dem LKW. LKW hat nämlich einen entscheidenden Nachteil. Das ist, sie können keine Feldarbeit machen, ne? Betty Betty, bin eher da. So, auskippen und dann gleich losschicken. Feld 50. Dann haben wir gleich ab hier. Siehste. Zweite Dach. Da ist ein Traktor, ne? So, gut. Das wird das. Auf drei war der LKW, glaube ich. Wir müssen aber jetzt sehen, dass wir den Strohpressen weiter hinkriegen. Im Grunde wäre das Chip Tuning eigentlich hier dieser DGB besser gewesen für beide Strecken. Weil er macht nämlich 70 km/h, ne? Gut, nun ist egal. Wir fahren jetzt mal hier auf Feld Nummer 18 jetzt Strohpressen. So. Dazu den alten Plus mal löschen und gleich neu. Jetzt haben wir 5, 4 neue, 3. Das ist gleich höher schieben müssen hier. Erntefeld 54, ja. Erntefeld 17 Rüben. Gut. Erntefeld 1. Ich brauche Feld 18. 17, 13, jetzt. Zack. Du hast Zugang. So. Die waren keine mehr. Erstmal festpacken lassen. Ne? Fahren wir rüber auf Feld Nummer 2 und machen da weiter. Hier war kein Gram, aber nächsten ist ein Gram.
Da war auch eine Ballenpresse, ne? Wo könnte der jetzt fahren? Auf Feldmoor. 12 müsste eigentlich zwei Fahrzeuge haben, normalerweise. So ein diffuses Licht hier beim Spiel. Sieht so komisch aus. Bin mal echt gespannt jetzt und ein Strohlager. Da fahre ich jetzt mal diese ganze Ladung rein. Das sind ja alles 4000er Ballen. Also keine 8000er. 8000er doppelte, ne? Mengenmäßig. Feld 50 müsste gepflügt werden und schon auch gekalkt. Aber darum machen wir uns Gedanken am nächsten Wochenende. In 17 wollte gekalkt werden, aber das voll Stroh. Fällt mir gerade so ein. Muss warten. So, jetzt mal gucken, mal die Zahl. 26.000. Mal mehr wäre normalerweise. So. Nicht mehr. Komisch. Und nimmt nicht auf. Strohball, Stroh. Junge, ich muss das anschalten. Ja, gut. Ja. Das, ich wundere mich, wieso das nicht mehr wird. Gibt's doch gar nicht. So viel Stroh und nichts mehr. Gut, fahr mal Richtung. Erstmal 17. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch jetzt den ganzen Anhänger abgekippt. Oh, liebe Zuschauer, das soll auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter mit Stroh sammeln und ja, Ernte. Feld 60, 13 und 1. Tschüss, bewege, bis dann und tschüss.